Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Euro Truck Simulator 2. Eigentlich hatte ich vor, jetzt nach Italien weiterzufahren. Aber wenn wir mal gucken, was die Aufträge sagen, dann machen die uns einen ganz großen Strich durch die Rechnung. Denn wie man sieht, ist da, wo wir sind, gerade kein einziger Auftrag. Da bleibt uns dann nur noch mal unter schnelle Aufträge zu gucken, damit wir überhaupt was tun. Denn mit unserem LKW fahre ich ganz bestimmt nicht wieder hoch. Wäre ja alles umsonst gewesen bis jetzt. 3 Tonnen Computerprozessoren. Ja moin, wie viel hat der denn bitte geladen? So, wir nehmen hier mal die Computerprozessoren und fahren hier mal ein Stück. Vielleicht drückt der Chef hier einen ab und wir bekommen auch einen. Wäre ganz cool. Ah ja, fahr ruhig aus mir raus, kein Problem. So, dann, ja, können wir direkt anfangen, ne? Auflieger haben wir ja schon dran. Ist ja ein schneller Auftrag, von daher gehört der ja auch nicht uns, der LKW hier. Boah, der sieht aber echt schick aus. Der sieht schick aus. Könnte man mal im Auge behalten, falls man sich mal einen kauft, ne? Was ist denn das für einer hier? So ein MAN. Ah ja. Aber macht doch nicht so ein Radau hier, ich red grad. Ja, der ist ganz schick. Ich kaufe ja sonst immer die Scania-Dinger. Die sind auch ganz cool. Aber ja, die sehen auch ganz cool aus. Das habe ich schon zum 7. Mal gesagt. Egal. Hier müssen wir rechts. Mal Licht an und blinzeln mal eine Runde. Na gut. Ob der ein Lenkrad hat? Ich möchte es bezweifeln. So wie der fährt. So, da ist grün. Dann halten wir auch nicht den Verkehr auf, sondern fahren natürlich. So, da ist grün. Hat man ganz deutlich gesehen. Was fährt er denn hier im Gegenverkehr? Wieso spricht der Navi denn heute nicht mit mir? Kann mir das mal einer sagen? Ist ja auf einmal so still hier. Immer geradeaus. Ach, er kann doch sprechen. Ja, servus. Willkommen an Bord. Die kommen mir einfach dreimal die gleichen LKWs entgegen. Sind wahrscheinlich drei Freunde, die Multiplayer Scheiße bauen. Müsste ich eigentlich auch mal machen. Mein Freund hat jetzt auch den Multiplayer. Nur das Problem ist halt, der hat kein Lenkrad. Aber ich muss sagen, so als konstante Geschwindigkeit 110 ist doch ganz cool. Ist nicht so schnell, dass man leicht die Kontrolle verliert. Zumindest nicht bei so gelassenen Kurven wie hier. Und ist auch nicht so lahm, dass man einschläft. Denn 80 km/h finde ich immer ein bisschen extrem langsam. 80 fährt man auf der Landstraße. Also ich zumindest. So, wir überholen jetzt nochmal den vor uns, wenn der jetzt nicht die Ausfahrt nimmt. Er nimmt die Ausfahrt. Wieso nehmen die mal alle die Ausfahrt? Kann doch nicht sein. Wollen die alle, hauen die alle vor mir ab oder was? Immer wenn ich einen überholen will, nimmt er die Ausfahrt. Frechheit. Aber mal wieder ist auf der Gegenfahrbahn mehr los als bei mir. Komisch. So, jetzt ist einer hinter mir. Ich sehe ihn aber gar nicht. Das heißt, aufpassen. Und wenn hier 70 ist, sollte man im besten Fall nicht 110 fahren. Vor allem nicht, wenn es da um eine Ecke geht. Halt, stopp, anhalten, sehr gut. So, ist da jetzt echt einer? Ja, da ist einer. Ich sehe ihn aber immer noch nicht. Aber auch nicht im Spiegel. Er ist jetzt quasi genau im toten Winkel. Grüß Gott. Da war rot. Also mein Gott, immer diese Leute, die es nicht schaffen, sich an Regeln zu halten. Nimm doch mal ein Beispiel an mir. Ich halte mich immer an alle Regeln. Wenn 80 ist, fahre ich 110. Wenn rot ist, dann fahre ich. Und wenn grün ist, dann fahre ich auch. Und genauso macht man das doch, oder nicht? So, was ist denn hier bei euch los? Achtung, ich komme. So. Jetzt ist da rot.
Immer dieses Rot. Dann fahren wir mal, ist ja kein anderer da. Außer er hier und der steht. Von daher wird da schon nichts passieren. Noch 142 Kilometer. Und noch 2 Stunden 30. Aber ich glaube, wir fahren gleich wieder auf eine Autobahn. Und da vergeht die Zeit ja extrem schnell. Wieder einer hinter uns, der uns wahrscheinlich gleich überholen wird. Obwohl, der fährt zur Werkstatt, dann natürlich nicht. Aber ist ja egal. Da wird schon wieder einer kommen. Jetzt müssen wir rechts. Der Navi ist heute aber echt ungesprächig. Grüß Gott. Okay, so schnell scheint hier, glaube ich, doch keine Autobahn zu kommen. Das ist jetzt bis jetzt nur so eine Landstraße. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht heizen dürfen. Also dürfen ist so eine Sache. Eigentlich hätte ich sagen müssen, das heißt nicht, dass wir nicht heizen. Genau. Tempomat ist schon wieder drin, auf 110. Auf was auch sonst. Und dann hoffen wir mal, dass wir schnell am Ziel ankommen. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Noch 109 Kilometer. Das geht ja richtig schnell voran. Noch 107, 106, 105. Meine Güte, heizen wir. Daran sollte ich die Deutsche Bahn mal ein Beispiel nehmen. Wenn die immer so pünktlich wären wie ich, das wäre was. 114, Wahnsinn. Demnächst links abbiegen. So, dann einmal langsam bremsen. Ja, ihr habt richtig gehört, bremsen. Nach links ab. So, links abbiegen machen wir natürlich mit Gefühl, dass wir auch nicht umkippen. Ist mir ja noch nie passiert, ne? Nein! Ich bin so ein Volldepp. Und dann einmal mit Gefühl um die letzte Kurve. Beziehungsweise die vorletzte. Denn rein müssen wir natürlich auch noch fahren hier. So. Dann, wo willst du das Ganze stehen haben? Genau. Eigentlich wie immer an der gleichen Stelle. Dann würde ich sagen, einmal in die Rangieransicht. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Ganze in möglichst wenig Rangierzügen hinkriegen. Rückwärtsgang. So. Das ist sehr gut. Noch ein bisschen zurück. Jetzt steht er richtig schön gerade. So Leute, dann ladet mal eure CPUs aus. Einen habe ich schon eingesackt. Viel Spaß mit dem Rest. Und dann sehen wir auch schon die Auswertung. Computerprozessoren von Amsterdam nach Hannover geliefert. Genau 342 Kilometer. Ist doch ganz okay. Eine Stunde 43? Das sollte doch viel länger dauern. Da sind wir aber sehr pünktlich. Aber leider kriegt man da ja keine Pluspunkte, wenn man zu früh ist. Glaube ich zumindest, oder? Wüsste ich zumindest jetzt nicht. Fähigkeiten haben uns auch wieder was gebracht. Ich glaube, wir haben aber auch jetzt wieder eine dazu bekommen. Genau. Dann nehmen wir einmal hochwertige Fracht. So, ich habe eine Mail. Kontoüberziehung ausgeglichen. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Das heißt, wir sind wieder im Plusbereich. 5.335 Euro. Sehr gut. Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. In der nächsten Folge geht es dann weiter nach Italien.
wenn da hoffentlich ein Auftrag verfügbar ist. Und dann würde ich sagen, war es auch schon mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat und du mehr vom Euro Truck Simulator sehen willst, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Dann bis zum nächsten Video und ciao.